die Versorgungssicherheit derzeit aber gewährleistet. Philipp Eckstein, WDR Berlin. Der Notfallplan Gas für Deutschland hat 3 Eskalationsstufen. Sie können ausgerufen werden, wenn eine Versorgungskrise droht oder eintritt. Ab sofort gilt jetzt Stufe 2, die Alarmstufe. Bundeswirtschaftsminister Habeck begründete die Ausrufung mit der Drosselung der Gaslieferungen aus Russland und dem hohen Preisniveau. Leiberg. Noch Gasmengen am Markt beschafft werden im Tal. Sei die Lage ernst. In Wiesenthal. Nach der Ausrufung der Alarmstufe sind weiter die Energieunternehmen wesentlich für die Versorgung und Verteilung mit Gas zuständig. Die Bundesregierung kann aber unterstützend eingreifen. Bitte in 250 Metern wenden und dem Wiesenweg weiter folgen. Dann würde der Bund festlegen, wer noch wie viel Gas bekommt. Der Bundestag hat beschlossen, die Ausbildungsförderung zu erhöhen. Zum Wintersemester bekommen BAföG-Empfängerinnen und Empfänger knapp 6% mehr Geld. Nach Ansicht des Wenn möglich, bitte wenden. Die Erhöhung werde faktisch von der Inflation aufgefressen. Nina Amin, WDR Berlin. Die Bedarfssätze müssten mindestens um 10% steigen. Auch der Dachverband der Studierendenvertretungen hält die BAföG-Reform für nicht ausreichend. Bitte 400 Meter dem Straßenverlauf folgen. Semester zu Semester. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger verteidigte im RBB 24. Bitte in 350 Metern rechts abbiegen. Die BAföG-Sätze würden erhöht. Auch für die Miete gäbe es künftig einen Zuschlag von 360 Euro, also 35 Euro mehr als bisher. Das sei für viele eine Verbesserung. Klar sei aber auch, dass die Inflation alle Menschen im Land betreffe. Weitere Meldungen im Überblick. Jetzt rechts abbiegen. Die Suche nach möglichen Überlebenden weiter. In den verwüsteten Dörfern an der Grenze zu Pakistan schafften die Menschen zum Teil mit bloßen Händen Trümmer beiseite. Bei dem Erdbeben sind gestern mindestens 1000 Menschen ums Leben gekommen. Ob die Taliban in Afghanistan Hilfslieferungen zulassen, ist noch nicht klar. Der Deutsche Fußballbund lässt Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen oder es gewechselt haben, selbst entscheiden, ob sie in einem Frauen- oder Männerteam spielen. Laut DFB gilt die Regelung ab der kommenden Saison für den Amateur- und Jugendbereich und im Futsal. Im berühmten Yellowstone-Nationalpark in den USA entspannt sich die Lage langsam nach den schweren Überschwemmungen. Einige Teile des Parks sind wieder geöffnet. Große Flächen waren in den vergangenen... Bitte in 200 Metern links abbiegen. ...überflutet worden. Ganze Orte wurden verwüstet. Nee. WDR aktuell. Aus der Region. Die Schausteller in Ostwestfalen-Lippe haben...